Ich glaube, wir können dann sogar die Baumaterialien auch wieder freigeben. Bringt es überhaupt noch was? Haben wir überhaupt noch irgendwo jemanden... Ich gebe einfach mal frei. Oh, ich gebe frei, nicht Freibeuter. Das ist manchmal auch ein bisschen schwer von KP, ne? Also hier haben wir auch noch ein paar Siedler. Denen fehlt aber nur die Schule. Ich glaube, da tut sich nichts mehr. Das wird nicht mehr. So, der Wurzelhain hier. Ja, der Wurzelhain, der fährt ja gleich weiter. Der wurde halt gerade von unfreundlichen Leuten angegriffen. So, da sind nämlich schon 100 Tonnen. Da kann er komplett eine Runde mitnehmen. Geil. Nice. Wir haben bereits das totale Monopol. Das ist richtig. Wir handeln aber noch nicht damit. Ich denke mal, sobald wir damit handeln, sollte sich das ändern. Ich wollte aber auch ein bisschen was aufbauen, ne? Nicht einfach nur durchheizen, das ist nicht so meine Art. Tabak und Kakao. Wenn ich jetzt noch Kakao verkaufe... Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer das eigentlich war. Tabak auf jeden Fall 75, Kakao 37. So, ich glaube, damit können wir leben. Ich stelle auch den hier mal auf 100 Tonnen. Und dann werden die uns wahrscheinlich gleich die Türen einrennen. Da kommt da schon der blaue. Bumm! Alter! Schön hat er eingekauft. So, aber da müssen sie jetzt dann gucken, ne? Also 100 Tonnen behalten wir auf jeden Fall immer. Natürlich bricht ein Vulkan aus. Die Grauen haben es ja leider nicht überlegt. Wir können übrigens den Triumphbogen bauen, weil wir den ja platt gemacht haben. Ich glaube, ich baue den wie immer hier so irgendwie hinter den Kontor. Hier so hin. Das ist immer ganz schön, ne? Da haben wir da einen Triumphbogen, der jedem signalisiert, ey, leg dich nicht mit mir an, Lan. Der Regen bleibt aus. Eure Felder verdorren. Natürlich. So, jetzt können wir hier, glaube ich, bald zuschauen. Dann dürften hier nämlich Aristokraten entstehen. Der müsste jetzt nämlich alles haben für Aristokraten. Da entstehen auf jeden Fall neue Kaufleute. Was brauchen der noch eigentlich? Gold. Ne, Gold brauchst du nicht unbedingt. Stoffe. Ja, Stoffe können wir eigentlich auch verkaufen. Tun wir sogar. Unten. Alkohol. Bin ich ein bisschen knauserig mit. Ich weiß nicht, vielleicht muss der Aristokraten haben. Vielleicht sind Aristokraten das Signal für ihn, dass er da jetzt, ja, das Szenario halt geschafft ist, ne? Gewürze können wir eigentlich auch verkaufen. Jetzt haben wir jetzt genügend von. Die müssen wir nicht mehr einkaufen. Die können wir jetzt verkaufen. Wieder auf 100 Tonnen. Wie können wir eigentlich einladen? 180. Guck mal deine Hand unten an. So, und die sind, glaube ich, 45, ne? Wenn man die verkauft, sind es, glaube ich, 45. Das können wir mal rausnehmen. Stoffe mache ich auch mal auf 100. So, und dann auch zu, ich glaube, 37 war das ja, ne? Und wir brauchen natürlich die positive Handelsbilanz. Die dürfen wir nicht außer Acht lassen. Die beträgt nämlich da nicht allzu viel. So, ich glaube, der will hier unser Schiff schrotten. Hau mal ab. Ach, der hat jetzt den nicht angegriffen, weil er die weiße Flagge hat. Das ist ja geil. Aber ich schicke die jetzt trotzdem mal zurück zur Hauptinsel, weil die da so ein bisschen unsafe sind. Oh, unser Lieblingsvulkan wieder. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Selbstredlich. Guck mal deine Hand unten an. So, ich grüße übrigens mal an alle Neuzugänge gerade im Stream. Ich glaube, das Telefon klingelt gerade. Ich kann es nicht genau hören durch die Kopfhörer. Ja, doch, das Telefon klingelt. Da ist der Anrufbeantworter rangegangen. Okay. So, ja, jetzt weiß ich auch gar nicht mehr. Eigentlich... Du hängst wahrscheinlich hier von Dingens ab. Wir brauchen, glaube ich, noch mehr Kakao.
Ich glaube, wir brauchen noch mehr Kakao. Ey, du Flitzpiepel, guck mal deine Handdruten an. Weil die kaufen hier wie Wilde ein. Und brauchen immer noch, das gibt's ja nicht. Krass. Ein Schiff wurde repariert. Kakao ist also sehr begehrt und... Das treue Volk will euch... Alter, wie viel denn hier noch er? Gibt's da nicht. Ja, natürlich. Greift aber die anderen an. Ah, der ist eh schon total am Arsch. Mit seinem Schiff. Okay, den können wir dann lassen. Ich fahre hier mal rüber. Und hier packen wir mal Baumaterialien drauf. Mal nochmal so von allen so ein bisschen was, ne? Oder brauchen wir... Ja, wir brauchen von allem was. So, unsere alte Stoffroute hier. Ein Schiff wurde repariert. So, der kann auch noch ein paar neue Nägel vertragen. Der Walte-Gulli, genau, der weiße Gulli. So, und dann mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen was nachrüsten können. So. So ist, glaube ich, richtig. Ist manchmal schwierig zu erkennen, wo es anfängt und zu Ende ist. So, hier einmal. So. So. Ich hau hier nochmal einen Weg lang. So. Viel können wir noch machen. Ein bisschen. Für ein bisschen dürfte es noch reichen. Nun, da ich alt geworden, überreiche ich euch, mein junger Freund, den Kelch der Redlichkeit. Möget ihr es mir gleich tun, neue Länder zu entdecken und zu besiedeln, wie ich einst anno 1602. Musste ich jetzt einfach mal so gerade nachvertonen. So, jetzt fehlt uns genau ein einziger Ziegel. Das finde ich ja super. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar neue Plantagen. Die könnten vielleicht, wenn wir Glück haben, eventuell ausreichen. Ja, wir nehmen gerade mal 16 Tonnen mit. Das ist schon nicht viel. Das ist schon nicht so viel. Na gut, das Schiff ist schnell oben und schnell oben. Alter, du machst mich wahnsinnig hier. Ah, na gut, wenigstens sind die Piraten hier nicht ganz so penetrant, wie sie sonst sind. Die haben es schon mal mehr auf die Spitze getrieben. Ein Schiff wurde repariert. So. Gibt es vielleicht noch mal ein bisschen mehr abzuholen? Vielleicht mal knapp 50 Tonnen, 45. Immerhin. Puh, die sind ja aber auch gleich wieder weg, ne? Also... Kakao lutschen die schon in Riegeln hier weg, ne? Früh morgens und abends, glaube ich. Früh morgens und abends vor allem. Früh mittags und abends. Ich überlege echt noch zu Aristokraten rüber zu gehen, aber mal schauen. In einer neu entdeckten Inselwelt soll die Kontrolle über den Tabak- und Kakaohandel gewinnen. Ah, besiedelt alle Inseln, auf denen diese Pflanzen gut gedeihen und erzielt mit dem entstandenen Monopol eine Handelsbilanzüberschuss. Ich weiß, was das Problem ist. Leider. Das hier ist das Problem. Diese Insel, weil hier war Tabak 100%. Das haben wir hier nicht. Hier ist Kakao 50%. Hier ist Kakao... Oh. Okay, wir haben noch zwei Probleme vor uns. Okay, das wird ein bisschen lustiger, glaube ich. Weil die natürlich auch schon ein paar Verteidigungsanlagen haben. Da müssen wir uns mehr darauf vorbereiten. Aber dann wissen wir auf jeden Fall mal, wo das Problem liegt. So, ich trinke mal heimlich einen Schluck. Guck mal deine Handdruten an. Der große Vorteil, den wir dieses Mal übrigens haben, im Vergleich zu anderen Szenarien, die wir vorher gespielt haben, ist die Unabhängigkeit.
Wir sind absolut nicht abhängig von irgendwelchen unseren Gegnern. Denn hier unten, das ist eher so eine Bonuseinnahmequelle. Das ist nur eine Bonuseinnahmequelle. Wir sind nicht davon abhängig. Wir sind gut im Plus. Wir haben ordentlich was auf Tasche. Alles im grünen Bereich. Wir müssen uns also überhaupt keine Sorgen machen, dass wenn wir jetzt hier einen Krieg anfangen, dass wir irgendwie pleite gehen könnten oder so. Das wird so schnell nicht passieren. So, nochmal ein paar Schiffchen hier herstellen. Ich überlege gerade sogar noch eine weitere Werft zu bauen. Könnten wir eigentlich sogar problemlos. Ich glaube hier. Geht das? Da müssen wir einen weiter nach hinten. Schade. Eure Werft hat ein Schiff fertiggestellt. Na, es geht ja eigentlich von der Geschwindigkeit her. So. Nein. Das wollte ich gerade gar nicht. Huch. Ah ja. Der übliche Vulkan mal wieder. So, haben wir noch irgendwo eine Insel, die wir platt machen müssten? Glaube nicht, ne? Das ist doch eigentlich schon mehr als genug. Ein bisschen deren Hauptinsel platt machen. Auf jeden Fall. Wegen dem Kakao 100%, die wir hier haben. Und hier Tabak 100%. Das Problem, was wir dann haben, ist eher... Irgendwer muss es nur abkaufen. Wir brauchen die Verkaufserlöse. Die sind dann eher das Problem. Ein neues Schiff segelt unter eurer Flagge. Das ist schwierig, muss ich gerade ehrlich sagen. Da wäre es jetzt natürlich cool, wenn man die Inseln abkaufen könnte. Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Ich wusste es. Greifen euch an. Ja, schlechte Idee. Komm mal her. Ich hab da was für dich. Du zieh dich mal ein bisschen aus der Affäre hier. Und die anderen, die fahren da mal ganz kurz hinterher. Wie so ein großer Bruder, weißt du? So. Erledigt. Dann kann der hier nämlich seine Route gleich fortführen. Auf einmal haben wir so viel Kakao. Das ging ja zügig auf einmal, ne? So, warte mal. Welche Schiffe sind hier in Anführungsstrichen verletzt? Du nicht. Du kannst also wieder dahin. Du bist kaputt. Schiffsreparatur beendet. Schiffsreparatur beendet. So. Wann wird der zwischenzeitliche Fortschritt hochgeladen? Ganz normal. Ich lese das gerade in den Kommentaren. Ganz normal, weil das hier ein ganz normales Playstream gerade ist. Ne? Also sobald der Stream dann fertig ist, schneide ich das und lade das nach und nach auf YouTube hoch. Das sind dann also quasi die Folgen, die dann jetzt in Bälde erscheinen. Und ich sehe gerade, wir brauchen unbedingt noch ein bisschen Tabak. Wir brauchen Tabak. Vielleicht hier. Da haben wir noch ein bisschen Platz übrig. Ich mache hier nochmal einen Marktplatz. Ja, jetzt wird es natürlich echt eng hier. Aber da müssen wir irgendwie mit zurechtkommen. Boah, der Platz ist echt knapp hier, ne? Sehr knapp, würde ich meinen. Ah, schön. Schön, wie ich hier irgendwo eine Brücke hin... Was? Super, super. Einfach schön. Naja, wenigstens irgendwie. Ah ja, genau, da muss noch eine Brücke hin. Dann hau ich das hier weg. Netzwerkfehler, versuche es erneut. Sagt mir gerade Twitch, nicht Twitter.
Heute hat irgendwie Twitch so seine Probleme. Ich hoffe, das wirkt sich nicht auch auf den Stream selbst aus. Aber irgendwie so der Chat-Server von denen hat heute irgendwie eine Macke. So, dann gehen wir mal hier lang. Können wir da oben? Natürlich nicht. Warum auch? Da können wir noch einen hinpacken. Ich papp den mal direkt daran. Hier mache ich noch einen Marktplatz hin. Müssen wir anders machen. So, noch ein Marktplatz. Und jetzt wird es hier langsam echt voll. Gut, da haben wir noch ein bisschen Platz. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Aber dann wird es auch echt dünn. Ich würde sagen, als erstes nehmen wir die hier in die Mangel. Weil von denen, ich sag's mal ganz hart, profitieren wir auch kaum. Wir profitieren eigentlich hauptsächlich von dem Kollegen hier. Wobei ich mich frage, warum der immer noch keine Aristokraten hat. Obwohl er hier regelmäßig Fettkakao einkauft. Aber irgendwie kommt der da nicht so recht voran, habe ich so das Gefühl. Mich wundert. Naja, so, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Tabakwarenhampel. Einen weiteren für den hier und den hier. Weil die da, die sind da ein bisschen blöd angeschlossen, aber besser ging es jetzt leider gerade nicht. So, unsere Schiffchen. Stimmt, weitere Schiffe bauen, habe ich wieder fast vergessen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Kanoniere dann. Die lasse ich einfach mal nebenbei ausbilden. Wir haben fast 300.000 Goldmünzen. Vor allem, wenn hier immer Fettschmuck eingekauft wird. Irgendwie wird... Oh, da sehe ich ja gerade was. Gut, der konnte im Zweifel auch selber abholen. Trotzdem blöd. Da, genau da bricht der Vulkan auch nochmal aus. Natürlich. Ich habe ja sonst nichts zu tun. So. Ein neues Schiff segelt unter eurer Flagge. Tabakwaren, erweitert seine Flotte. Wir können jetzt 200 neue Tonnen sagen. Ich gehe jetzt hier mal auf 150. Wir brauchen unbedingt mehr Tabakwaren. Da, das passt eigentlich. Das passt auch, das passt auch. Da müssen wir nicht rumknausern. Mit Ziegeln, Ziegel weiß ich gar nicht. Wir haben so viele Ziegelhampels jetzt hier. Ja, ich weiß. Die haben das Feuer eröffnet. Immer auf die Kleinen. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. So, wir brauchen unbedingt... Ich mach mal ganz kurz, weil einfach weil es wichtig ist, mache ich das hier gleich mal so, dass wir da künftig ein großes Schiff nehmen. So, den schicken wir auch gleich los. Dann müsste der Kleine hier irgendwo... Piraten angegriffen. Genau deswegen. Neue Soldaten sind verfügbar. So, und dann werden wir den hier nochmal reparieren und dann anschließend ziehen wir den mehr oder weniger aus dem Verkehr. So. Die Nahrung, die er jetzt hat. Die Nahrung, die er jetzt hat, kann man... Halt. Also du hast die Gewürze, okay. Die können wir mal eben reinschmeißen. Und was er übrig hat, geht weg. Damit füttern wir die Fische. So, du, ihr habt beide nichts zu tun, glaube ich, ne? Du bist die alte Nahrungsroute, die kommt weg. Bist du eine alte Route? Nö. Okay, dann könnt ihr euch hier irgendwo, weiß auch nicht, hier hinten verstecken oder so. Ich baue euch noch ein paar Türmchen, dass ihr euch sicher fühlt. Ne, so, dann müsst ihr euch da keinen Kopf machen. Okay. Im Moment haben die Leute auch wieder mit ihrem Häuser anstecken, ne? Die Siedler bringen uns eigentlich kaum was. Ich überlege schon fast, die Häuser abzureißen mit den Siedlern. Einfach, weil die nicht wirklich was bringen. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Und das sind auch immer die Siedler, die ihre Häuser anstecken.
weg mit euch. Ihr nervt nur. Und bringt nichts ein. So. Nahrung im Einkauf lasse ich auch drin. Alles andere können wir, glaube ich, so lassen erstmal. Tabakwaren, hoffe ich, stabilisiert sich wieder. Sieht eigentlich ganz gut aus. Scheint zu steigen. Wir brauchen aber auf... Wir brauchen auf... Ja, ich weiß es doch. Wir brauchen auf jeden Fall diese Insel hier. Einfach wegen den Tabakwaren, die wir dort ja rausholen können oder anbauen können. Deswegen benötigen wir unter allen Umständen diese Insel. Da kommen wir nicht dran vorbei. Und ich glaube, wenn wir die platt gemacht haben und die Insel hier platt gemacht haben, dann haben wir auch eine gewisse Chance auf einen Sieg. Das Problem jetzt ist einfach, das Problem dann ist einfach, wir brauchen noch diese gewisse positive Handelsbilanz. Und die positive Handelsbilanz holen wir uns momentan ausschließlich durch den Schmuck eigentlich rein. Ja, da haben wir hier 931 und hier haben wir gerade mal 99. Das ist schon ein kleiner Unterschied, ungefähr so das Zehnfache, ne? Es wird noch spannend, glaube ich. Es wird noch spannend. Aber ich würde sagen... Got it. Anno 1602 haben wir jetzt auch genügend aufgenommen. Und dann würde ich ein kleines Päuslein einleiten. Jetzt für die, die jetzt irgendwie mal kurz eine Pinkelpause machen wollen oder so, ne? Weil vorhin auch schon gefragt wurde. Und danach machen wir dann Fallout. Ich muss den Stream zwischendurch jetzt kurz abschalten. Bitte wundert euch da nicht. Ich muss den Stream leider kurz abschalten und das Streamprogramm wechseln. Und danach starte ich dann quasi mit dem Pausenscreen und dann danach können wir dann weitermachen. Ich habe gerade den Segen des mitwirkenden Fensters. Wisst ihr, Segen des mitwirkenden Fensters in Anno 1404 entdeckt. Öhö. Der ist mir noch nie aufgefallen. Naja. So, also ich speichere nochmal. Häufiges Speichern ist sinnvoll. So, und auch an die Zuschauer auf YouTube. Vielen Dank, dass ihr dabei wart in den letzten, wie viel sind das jetzt? Ich glaube 4 Folgen oder so, oder sogar noch mehr. 5, vielleicht 6 Folgen, keine Ahnung. Wie gesagt, war eine Streamaufnahme. Wundert euch daher bitte nicht, dass ich mich nicht richtig verabschiedet habe in den Folgen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Runde bei Anno 1602. Bis dahin, haut erstmal rein. See ya.